Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Bros. U. Diesmal machen wir auf Pussy-Style, aber mir fällt gerade auf, ich habe was vergessen. Deswegen... Ignorieren den Anfang. Bitte ignoriert den Anfang. Bitte. Ich zeige euch nämlich, und das war geplant, dass ich euch das nur zeige, das neue Item. Wartet. Genau, das wollte ich einmal kurz. Hier ist kein Mopsi, ne? Da habe ich Mopsi gefangen, da habe ich Mopsi gefangen. Okay, bisher habe ich überall Mopsi gefangen. Wir dürfen uns jetzt nur nicht die Pi-Eichel abnehmen lassen. Ich muss es natürlich knapper machen, als es sein bräuchte. So, wir haben so ungefähr einen Versuch, weil sonst würden wir wahrscheinlich an den Buhu sterben. Das meinte ich. Ja... Wir hätten nur Überleben brauchen. Simple und einfache Aufgabe. Überlebe. Ich war doch so gut wie da oben, ey. Ich schaff das noch. Und wenn ich jede Pi-Eichel benutzen muss, ey. Ich konzentriere mich jetzt. Und mach alles ganz gechillt. Nur das Level hält mich so unglaublich lange schon auf, ne? Uns alle. Ihr wollt ja auch vorankommen. Vielen herzlichen Dank. So, und hier war die Hölle, die wir letztens nicht geschafft hatten.
Wir hätten es sogar mit einer normalen Eichel jetzt geschafft. Scheiß drauf. Aber scheiß drauf. Alles nur einmal im Jahr. Oder so, ne? Das Tollste an der Pi-Eichel ist übrigens, dass sie sich jetzt zurückverwandelt. Endlich. Das war Absicht. Ich wollte euch halt zeigen, wie die Kämpfe hier aussehen. Ich weiß allerdings nicht, habe ich das schon mal gemacht? Übrigens, falls einer von euch Dragon Ball Kai kennt, ne? Ihr glaubt es nicht, falls ihr das noch nicht wisst, für die Dragon Ball Fans unter euch. Dragon Ball Kai wird endlich fortgesetzt. Für die Leute, die es nicht wissen, Dragon Ball Kai ist Dragon Ball Z, nur verkürzter. Das heißt, diese ganzen Filler-Folgen, die einen recht gut aus dem Konzept gebracht haben meistens, wurden entfernt. Das waren ja circa 100 Filler-Folgen. Ach, nicht mehr. 200 Filler-Folgen bestimmt. Und die wurden größtenteils alle entfernt. Sowas wie, ich erinnere mich am Anfang, ist Son Gohan auf so einen Roboter getroffen und so. Das wurde zum Beispiel rausgestopft, rausgedrückt. Wie so ein alter Pickel, den kein Mensch braucht. Viele Szenen wurden aufpoliert. Gut, viele jetzt nicht unbedingt, aber einige. Ihr merkt dieses das hängt bei mir sehr, ne? Und ja, das ist damals zu dem Zeitpunkt von Fukushima damals gewesen, wo diese Krise da war mit Atomscheiße und alles. Ich denke, das wird jeder Mensch auf dieser Welt mitbekommen haben irgendwie. Und ja, deswegen wurde das damals nach der Cell-Saga eingestampft, das Projekt. Fand ich damals unheimlich schade, weil ja, ich habe es sehr gerne geguckt. Und um ehrlich zu sein, ich habe zwar die Mangas damals, also ich habe die Mangas da so vor einem Jahr oder so, sind Doppelbänder rausgekommen. Das heißt, zwei Bände zum Preis von einem im Prinzip. Von Dragon Ball, ne? Mangas. Und das fand ich damals war eine geile Idee. Und da habe ich mir die dann geholt. Und ja, da war Dragon Ball bis Dragon Ball Z bei. Und das war eigentlich das Einzige, wie ich so Dragon Ball Z kennengelernt habe. Okay, durch Spiele von meinem Bruder. Dragon Ball, Schlag mich tot, Tenkaichi, Budokai, was auch immer. Klar habe ich das so mitgekriegt, zwischendurch mal Dragon Ball GT war das erste, wo ich mal sowas mitgekriegt habe von Dragon Ball. Hatte aber auch nicht wirklich Ahnung davon. Und ja, heute kann ich dir, weiß ich nicht, vieles erklären. Ich hätte dir damals nie erklären können, wer Kaioshin ist. Und als ich es dann wusste, hätte ich erstmal nicht gedacht, dass es mehrere Kaioshins gibt. Der südlichen Milchstraße, der westlichen Milchstraße und was da nicht alles gab. Die kann ich natürlich jetzt nicht alle aufzählen oder so, weil ich es halt nicht weiß. Aber sowas wie, bei Digimon zum Beispiel kann ich noch, glaube ich, alle Namen aus den ersten paar Staffeln von den Tamern, in Anführungsstrichen Tamern, beziehungsweise Digi-Rittern, weil ich das Wort Tamer cooler finde.
nochmal zur Überprüfung. Izzy, Matt, Tai, Zoe, Mimi, Kairi hinterher auch. Oder Kari, Kari, Kairi. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das wusste ich damals schon nie. Ob sie jetzt Kairi oder Kari hieß, war ich mir nie sicher. Der ist böse platziert. Habe ich wen vergessen? Joey. Komamon, Korikakumon. Ja, ich glaube, ich habe alle. Metai Easy. Scheiße. Unglaublich. Triple Fail. Vierter Fail. Vierter Ultimate King Size Fail. Dankeschön. Ich hätte dir die Stelle damals im Schlaf gemacht. Ja, ich bin eingerostet in den letzten Jahren. Run, boy, run. It's time to da 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 run, boy, run. Time to catch you. Run, boy, run. Ihr merkt, ich mache nur die Worte laut, die ich auch kann, ne? To try. Trying to catch you. Ich glaube, das ist so der Text, dass ich mir nie die Lyrics dazu durchgelesen oder so. Wir reden gleich weiter über Dragon Ball. Bei dem Kampf muss ich mich echt konzentrieren. Das ist ganz und gar nicht einfach. Zumindest habe ich den nicht einfach in Erinnerung. Ich glaube, ich bin mehrmals damals verkackt gegen die. Scheiße. Ich glaube, die sagt Wii U, ne? Ich dachte, die hätten mir einen mitgegeben. Ich musste halt jetzt so offensiv bleiben. Also, ihre Taktik wäre eigentlich gewesen, die hätte diese Ringe geworfen und dann wären nach und nach die Eiszapfen runtergefallen. Jetzt ist eigentlich die Frage, kommt man jetzt, weiter an derselben Welt, wo man bei 4 auf 3 aufgehört hat, also bei dem Limo. Nein. Bei der Wasserwelt. Halt mal, da fällt mir was ein. Wir haben die Wasserwelt noch gar nicht abgeschlossen, ne? Oder haben wir das Dingens Level, das geheime Level von Welt 3? Ich weiß das gar nicht mehr, muss ich gleich mal nachgucken. Scheiß drauf. Ist auch eh nur ein Versehen gewesen, dass ich dagegen gelaufen bin. Nein, geh zurück. Passiert nämlich gleich noch was, deswegen gucke ich jetzt hier drüber. Plus. Sternmünzen. Eiswürfel, Eisfälle, Minz mehr. Doch, haben wir alle. Okay. Da haben wir auch alle. Da haben wir auch alle. Also in jeder Welt waren bisher 9 Level. A3 Sternmünzen. Bis auf in der ersten, da waren es halt 8 Level. Ah, okay, man kommt wieder hier zusammen, ne? Ach Mann, wieso tue ich so, als wüsste ich das nicht? Und hier kommt jetzt eine Überraschung. Bowser! Oder Bowser Junior oder wer auch immer. Auf jeden Fall ein Luftschiff. Und woher kennt man die Musik und Luftschiff-Level? Vielleicht aus Super Mario Bros. 3? Ein sehr geniales Spiel, wie ich finde.
Gute Schwierigkeit. Und auch mit viel mit diesen Schrauben, deswegen konnte ich das meistens auch nicht. Weil die Schrauben habe ich gar nicht drauf. Ah, da ist sie erst. Schade, fast. Wie gesagt, die kann ich hier einfach nicht, die Schrauben. Ach, weißt du was? Scheiße! Und da war eine Halbzeit. Dass bisher noch nichts Schweres passiert ist. Also ab Welt 5 muss ich mich konzentrieren, das heißt, ab gleich muss ich mich konzentrieren. Ich denke mal, das erste Level schaffen wir noch in diesem Part. Das zweite dürfte dann wohl knapp werden. Jetzt brauche ich die erst recht. Geil. Wir haben 17 Minuten, das heißt, wir werden nicht mal mehr das nächste Level schaffen, aber das finde ich auch ganz okay, weil so ja, können wir direkt weitermachen im nächsten Part mit der komplett neuen Welt. Unglaublich, schon wieder sterbe ich in der Ecke. Und mein Penis richtet sich immer wieder auf, wenn ich sterbe, ne? Hasse dich. Tötet mich das? Nein. Geht doch. Oh, unter Wasser geht's weiter. Schön. Der ist übrigens nicht komplett Zielsuch. Also, sobald hier so ein Block, so ein Fragezeichenblock ist, den kann er dann nicht mehr erkennen. Aber beispielsweise eine normale Wand, die halt auch von dem Spieler, ja, vom Spieler nicht zerstört werden kann. Ich wollte ja sagen, die Entwickler auch so, ja, und solche Gegner halt. Passiert nichts mehr, da kommt nur noch ein Item und wir haben voll ausgerüstetes Item. Inventar. Also, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Der Kampf war eigentlich cool.
Bisschen schwierig, aber sonst. Rosa Junior erinnert mich immer wieder an Shin-Chan. Hat so ein paar Parallelen, ne? Toll. Wie gesagt, früher habe ich die ganze Scheiße im FF gekonnt. Heute, ne. Natürlich. Ja, weich doch aus. Geht doch. Jetzt klappt es dann auch endlich. Übrigens, ja, wenn er so rumwirbelt, passiert nichts mit euch. Dankeschön. Wird der kleine Shin-Chan doch getötet. Für die Leute, die Shin-Chan nicht kennen, das ist ein kleines Kind, was eindeutig überreif ist. Das ist, glaube ich, die beste Erklärung, die man so dazu geben kann. Die beste und einfachste. Say hey, hey, Shin-Chan. Hey, hey, Shin-Chan. Das war das Intro so ungefähr. Ich glaube, das zählt sogar als das erste Level vom Limonadendschungel, ne? Ja. Okay, dann habt ihr im Prinzip das erste Level vom Limonadendschungel schon gesehen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis bald!